Ja, wenn ihr die Baden-Württemberger so weit nach hinten setzt, dann dauert es halt ein bisschen, ne? Guten Abend, liebe Partei. Ich will ein paar Sätze sagen zu einem Thema, bei dem bei uns in Deutschland die meisten Menschen einen Haken dran gemacht haben, das uns aber spätestens an unseren Grenzen wieder einholt. Ich rede von diesen schönen Gebäuden, bei denen das Risiko mit dem Altern steigt. Wir haben auch im Bundestag eine Partei, die diese Risikotechnologie wieder für die richtige Energieform hält. Wir haben auch eine Partei, die das wahrscheinlich genauso sieht, die neu wieder in den Bundestag eingezogen ist, die das allerdings noch nicht so laut sagt. Und diese Geschichtsvergessenheit, die findet leider nicht nur bei der AfD statt, sondern die findet auch bei der Kommission der EU statt. Die glaubt, dass man die Klimaschutzziele von Paris am besten mit Atomkraft erreicht. Wie soll das stattfinden? Mit Neubauten? Schauen wir uns an, was wir in der EU an Neubauten haben. Das ist einmal Flamanville, 7 Jahre Bauzeitverzögerung. Die Kosten haben sich verdreifacht. Boden und Deckel sind bereits vor Inbetriebnahme instabil. Oder Olkiluoto, der zweite EPR, europäische Druckwasserreaktor, die tolle dritte Generation. Bau seit 2005, Kosten verdreifacht, Leittechnik und Schweißarbeiten mangelhaft. Areva insolvent, Siemens raus, Rechtsstreit. Polen will den Einstieg, sucht ein Finanzierungsmodell. Das alles zu Neubauten in der EU, soll das die Lösung sein? Was ist die Alternative? Laufzeitverlängerungen. Laufzeitverlängerungen von Reaktoren wie Dihange, Temelin, Cattenom, vielleicht sogar Fessenheim, denn bei Fessenheim hat sich die Politik inzwischen völlig rausgenommen. Selbst die Ukraine, das Land an der Grenze der EU, das Land des ersten großen GAU, plant Laufzeitverlängerungen und wird dabei, ob ihr es glaubt oder nicht, von der EU-Kommission unterstützt. Ja, geradezu bedrängt, es genauso zu machen. Ich will an der Stelle, weil wir haben Gott sei Dank, auch wenn es erstaunlich ist, keine Unfälle bisher in Europa gehabt, innerhalb der EU, wir haben Tschernobyl gehabt, aber innerhalb der EU gibt es keinen Unfall. Und deshalb will ich nochmal Bundesvorstand, Präsidium bitten, einen Fehler, den wir im Programm haben, wirklich zu eliminieren. Da wird nämlich von Stör- und Unfällen innerhalb der EU geredet. Und Gott sei Dank hatten wir noch keinen Unfall. Vielleicht kann das Lektorat diesen Fehler beseitigen. Damit es aber so bleibt, dass wir auch weiterhin keine Unfälle innerhalb der EU haben, braucht es ganz starke und noch mehr als bisher Grüne im Europäischen Parlament. Denn unsere Bundesregierung tut nichts. Sie tut nichts gegen Euratom, sie tut nichts für ein verbessertes Haftungsregime, sie tut nichts für eine Mitsprache von Anrainerstaaten, für bei grenznahen, risikobehafteten AKW, sie tut nichts für mehr Sicherheit. Das ist vielleicht kein Wunder, denn sie tut auch in unserem Land nichts zur Schließung der Atomfabriken. Sie tut nichts dagegen, dass wir deutsches Steuergeld in sinnlose Forschungsprojekte im atomaren Bereich stecken. Und sie tut auch nichts dagegen, im Gegenteil, sie investiert selbst nach wie vor Geld, deutsches Steuergeld in atomares Investment. Silvia, und damit das alles aufhört, brauchen wir starke Grüne, viele Grüne im EP. Dazu wollen wir alle ganz gemeinsam beitragen, damit wir endlich auch in Europa einen Haken machen können.